La définition de la douleur, qui est maintenant internationalement reconnue, c'est à la fois une sensation physique, ce qu'on appelle sensorielle, mais aussi une émotion désagréable. C'est-à-dire que dès qu'on a mal, dès la première seconde où on a mal, tout l'ensemble de l'être est touché. Et quand on part de cette définition, on comprend que dans ce cas, qu'il n'est pas question de discuter de la véracité ou non d'une douleur, puisque c'est un ressenti. Donc on ne peut pas critiquer, juger, minimiser, nier un ressenti. En revanche, ça va être très difficile de l'évaluer, puisque c'est un ressenti. N'est jamais imaginaire. Elle est réelle puisqu'elle est ressentie. Donc par principe, les médecins de la douleur, on estime qu'il faut reconnaître, valider et entendre quand une personne dit « j'ai mal ». Dr. Françoise Laroche leitet die Abteilung für Schmerztherapie im Pariser Hôpital Saint-Antoine. Après, on peut réfléchir à ce mal, ce qu'il veut dire. Si c'est plus un mal sensoriel, par exemple témoignant d'une lésion, comme on l'observe dans un accident de la voie publique, la personne a une fracture, c'est identifié, et c'est ce qu'on appelle des douleurs aiguës. Pour les douleurs aiguës, le mécanisme lésionnel ne fait pas question, ne fait pas débat. Du coup, on a tendance à beaucoup plus, entre guillemets, croire quelqu'un qui a une douleur aiguë avec une lésion visible. Et là, il va y avoir un sens à cette douleur qui est de dire « le corps souffre ». Il faut s'en occuper et il faut gérer cette lésion. Donc là, la douleur a vraiment un sens d'alarme pour l'organisme et pour l'individu. Cynthia Fleury, Sie sind Philosophin, Psychoanalytikerin und außerdem die Autorin dieses sehr schönen Buches Precium Doloris. Es gibt kaum Bücher mit lateinischem Titel, aber Sie sind dieses Wagnis eingegangen. Precium Doloris, Schmerzensgeld, der Unglücksfall als Pflege des Selbst. Und Sie sind heute unser Gast als Spezialistin für das Thema Schmerz. Eine Bemerkung von Françoise Laroche hat mich besonders fasziniert. Sobald ein Mensch Schmerzen verspürt, sagt Laroche, und diese Aussage beruht sowohl auf eigener Erfahrung wie auf Fachkenntnissen, ist er insgesamt davon betroffen. Was meinen Sie? Ist wirklich der ganze Mensch beeinträchtigt, sobald es ihm an irgendeiner Stelle wehtut? Das geschieht auf drei Ebenen. Zunächst handelt es sich um eine Verletzung des Körpers, der körperlichen Unversehrtheit. Wir erleben unseren Körper nicht mehr als etwas Selbstverständliches. Solange er gesund ist, ist er nicht vorhanden. Gesundheit ist das Schweigen der Organe. Genau. Aber sobald Schmerz auftritt, ist dieser selbstverständliche Bezug zum eigenen Körper vorbei. Der zweite Aspekt ist die Verletzung, die der Welt zugefügt wird. Das heißt, die ganze Welt bekommt durch den Schmerz eine andere Färbung. Drittens ist Schmerz eine Einschränkung des Lebens. Der Arzt und Philosoph Georges Canguilhem hat gesagt, Krankheit und Schmerz erzeugen das Gefühl eines versehrten Lebens. Es gibt eine Stelle in einem Tim und Struppi-Comic. Ich glaube, es ist in Der geheimnisvolle Stern. Dort befinden sich die Helden auf einem Schiff zusammen mit mehreren Wissenschaftlern. Die werden alle seekrank, müssen sich übergeben und fühlen sich furchtbar elend. Und einer von ihnen sagt, lasst mich bitte einfach sterben. Ja, genau. Als wäre die Seekrankheit der Beweis, dass alles... Ja, da geht die Verhältnismäßigkeit ein bisschen verloren. Das ist typisch für akute Schmerzen. Ja. Durch akuten Schmerz entsteht plötzlich eine Art Trennfläche, die unüberwindlich wird. Das Leiden ist so stark, dass es alles andere überschattet. Aber... Es tut so weh, dass mir alles egal ist. Ja. Dabei ist das Erleben an sich eine stark positive Empfindung. Schopenhauer meinte, Schmerz sei nicht negativ, sondern positiv. Allerdings eine positive Empfindung, die wehtut. Für Schopenhauer heißt Negation, der Schmerz wird unterdrückt. Für ihn ist er gleichbedeutend mit Glück. Schon die Erinnerung an erlittenen Schmerz ist ein Quell der Freude. Ja, zum Beispiel.
Dabei geht es um das Erlebte als Qualität. Das wird häufig vergessen, wenn von Schmerz die Rede ist. Dieses Gefühl von Intensität. Es mag unangenehm sein, aber es ist ein starkes Gefühl. Und die Ahnung, dass ein tiefer empfundenes, intensiveres Leben möglich ist. Denn der Schmerz führt häufig dazu, dass man aufmerksamer wird. Man fängt plötzlich Zeichen auf, für die man sonst nicht empfänglich ist. Alarmsignale. Krankheit ist eine Erfahrung der positiven Erneuerung des Lebendigen, sagt Kong Yin. Wer gerade eine Krankheit durchlebt, empfindet das natürlich nicht sofort so. Aber Schmerz ist eine Art Abwehrmechanismus. Ein Signal, das einem sagt, Achtung, so geht es nicht weiter. Aber ich würde gern noch etwas zu chronischen Schmerzen sagen, denn da wird die Sache komplizierter. Françoise Laroche sagt ja, dass es schwierig wird, sobald ein Schmerz nicht unmittelbar von außen erkennbar ist. Ein einmaliger heftiger Schlag ist also nicht so schlimm wie ein Schmerz, der immer wiederkehrt, zu festen Zeiten? Richtig. Bei einer chronischen Krankheit wiederholen sich die Schmerzen ständig. Sie werden immer schlimmer, sind schwer erträglich und vielleicht unheilbar. Da braucht es einen ganz anderen Heilungsansatz, nämlich das Wissen, dass eine Heilung nicht stattfinden wird. Dem, was Sie gerade erklärt haben, stellen wir gleich die Aussage eines Mannes gegenüber, der all das selbst erlebt hat. Aber nochmal zurück. Wenn jemand einen akuten Schmerz überwunden hat, geht der nicht gestärkt daraus hervor? Nietzsche bringt das ja auf den Punkt. Aus der Kriegsschule des Lebens. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Die chronische Krankheit dagegen zehrt einen aus. Sie lässt sich nur phasenweise besiegen. Sie nagt an uns. Immerzu. Dieser Sieg über uns selbst, den Schmerz zu überwinden, ist einem dabei nicht vergönnt. Ja, chronische Schmerzen sind wirklich... Man wird ständig an die Krankheit erinnert. Und an die eigene Endlichkeit. Man ist dauernd gezwungen, etwas zu sublimieren. Und gleichzeitig hat man die Vergeblichkeit dieser Sublimierungsarbeit vor Augen. Das ist sehr entmutigend. Gleichzeitig bedeutet chronisches Leiden, dass man ständig kämpfen muss. Das ist kräftezehrend. Auch für die Menschen um einen herum. Chronische Krankheiten beeinträchtigen den Körper und erzeugen außerdem das Gefühl, ein versehrtes Leben zu führen. Auch die Beziehungen zu anderen Menschen werden dadurch geschädigt oder sogar zerstört. Eine chronische Krankheit betrifft auch das ganze Umfeld. Guten Tag, Mathieu. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Philosophie. Sie sind heute in unserer Sendung, weil Ihnen eines schönen Tages, oder war er verhängnisvoll, der Himmel auf den Kopf gefallen ist. Ich weiß nicht, ob die Beschreibung passend ist. Sehen wir uns mal an, was ich damit meine. Ça a commencé au petit déjeuner par une grosse douleur dans la poitrine. Alors là, je me suis dit, mec, t'es en train de faire une crise cardiaque. Rapidement, la douleur devient insupportable à se taper la tête contre les murs. Au bout d'un quart d'heure, je ne tiens plus debout ni même assis. Mathieu Firmin ist Journalist und Chefredakteur des Videoportals Spicy. 2014 hatte er einen Schlaganfall und hat darüber den Film Steh auf und geh gedreht, in dem er seine Heilung dokumentiert. C'est grave, docteur? Oui, c'est très grave. Il faut vous opérer d'urgence. Malgré trois heures passées au bloc, je me réveille paraplégique. Les médecins ne savent pas si je pourrai un jour remarcher. Voilà, je suis à l'hôpital Lariboisière. J'ai eu hier un épanchement de sang dans la moelle épinière qui a entraîné l'immobilité de mes jambes. J'ai été opéré, ils ont sorti le sang de la moelle épinière afin qu'elle soit décompressée. Et maintenant, j'attends de retrouver de la mobilité dans mes jambes que je ne sens plus du tout. Très légèrement au toucher, mais j'en ai plus du tout le contrôle. Et à part quelques spasmes nerveux, elle ne bouge pas. Donc c'est évidemment une nouvelle vie qui a l'air de commencer. Je ne sais pas si dans quelques semaines, quelques mois, je serai de nouveau sur pied.
avec cette incertitude de savoir si je vais être sur pied ou pas, bah forcément se posent toutes les questions de, en cas de non-retour de mobilité de mes jambes, comment va être ma vie, comment je vais faire pour m'occuper de mon fils, comment mon amoureuse va supporter de vivre avec quelqu'un en siège roulant. Comment je vais faire pour travailler, comment je vais faire pour voyager, comment je vais faire pour trouver un goût à la vie si le pire arrivait. On est 3 ans plus. Haben Sie 3 Jahre später wieder Freude am Leben? Jedenfalls sind Sie heute hier. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens der akute Schmerz. Sie inszenieren ihn sogar. Im Film hat ein Mann einen Zusammenbruch. Zweitens die Katastrophe. Die Fragen, die unmittelbar nach dem Schmerz auftauchen. Was geschieht jetzt? Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Was wird aus meinem Sohn, aus meiner Frau? Das sind die beiden Dimensionen. Der Moment des Schlaganfalls selbst, eine tiefe Erschütterung. Und dann das, was vielleicht noch erschütternder ist, die Ungewissheit, was danach kommen wird. Mathieu Firmin? In meinem Fall war der akute Schmerz sehr heftig. Nie zuvor hatte ich solche Schmerzen gehabt, aber das währte nur kurz. Der wahre Schmerz entstand, als mir klar wurde, ich kann keine Pläne mehr für mein Leben machen. Was soll bloß aus mir werden? Das ist ungeheuer schmerzhaft. Und es rückte sehr schnell in den Vordergrund. In dieser Szene, nur einen Tag nach dem Anfall, fragen Sie sich, was soll jetzt werden? Wie wird mein Leben aussehen? Und dann hatten Sie den Impuls, sich selbst zu filmen. Cynthia beschreibt das ja in ihrem Buch. So ein plötzlicher Zusammenbruch ist eine Erschütterung. Auf einmal mache ich Bekanntschaft mit der Realität, völlig unvermittelt. Und damit muss ich irgendwie umgehen. Zuerst habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe mich gefilmt, ja, aber das war eine Art Journalistenreflex. Das lief automatisch, ohne groß nachzudenken, habe ich alles gefilmt, Tag für Tag. Dabei habe ich mir nach und nach diese Erschütterung, diesen Unglücksfall angeeignet und versucht, ihm einen Sinn zu geben. Erst war mir das nicht klar, aber ich habe dem Ganzen einen Sinn verliehen, indem ich mich gefilmt habe. Cynthia Fleury, dieser Akt, den eigenen Schmerz zu filmen, ja, ihn zu begreifen, wie trägt das dazu bei, dass er sich einordnen lässt? Es geht ja nicht darum, ihn weniger zu spüren, sondern ihn für sich zu nutzen. Ein solcher Unglücksfall ist ein Kairos. Kairos bedeutet günstiger Zeitpunkt, sagt Aristoteles. Ein göttlicher Zeitpunkt, der nicht durch den eigenen Willen gesteuert ist. Also eher ein schlechter Zeitpunkt, aber immerhin die Gelegenheit für etwas. Zu einem neuen Anfang. Ein Schlaganfall macht das sogar erforderlich, sonst hat man verloren. Nun haben Künstler und Journalisten eine Art natürliche Gegenwehr. Dadurch sind sie etwas besser geschützt. Sie haben einen Überlebensreflex, mit dem sie die Erschütterung sublimieren können durch Schreiben, Malerei oder Film. Diese Menschen widmen ihre gesamte Begabung, ihre ganze Subjektivität, dann auf einmal nur diesem Unglücksfall. Und das ist entscheidend. Aber auch wenn man dieses Mittel nicht zur Verfügung hat, muss man einen Weg finden, um seinen Körper zurückzuerobern. Im täglichen Kampf mit Hilfe von Physiotherapeuten und so weiter. Die Geschichte des Betroffenen ist allerdings eine Sache für sich. Welche Bedeutung gebe ich dem Vorfall? Wie ertrage ich die Unsicherheit? In Ihrem Film sagen Sie, die Prognose liegt bei mir. Ja. Von euch Ärzten erwarte ich nur die Diagnose. Die Prognose ist meine Sache. Das ist absolut berechtigt. Aber Vorsicht, Schmerz ist nicht gleichbedeutend mit Wahrheit. Er sorgt nur dafür, dass etwas an die Oberfläche gelangt. Jede Erfahrung von Wahrheit ist schmerzhaft. Aber Mathieu, dass Sie Ihre Geschichte gefilmt haben, inwiefern hat Ihnen das geholfen, all das durchzustehen? Welchen Teil von Ihnen hat das aktiviert? Hat der Film Sie eher mobilisiert als der Unglücksfall selbst? Oh ja, das Drehen des Films hat mich viel stärker in die Gänge gebracht als der Schlaganfall. Das ist wirklich echte Sublimierung, nicht wahr? Es hat mir geholfen, nicht unterzugehen. Heute muss ich sagen, dass ich mehr Energie auf den Film verwendet habe, als darauf, wieder auf die Beine zu kommen. Es war also nicht die Hoffnung, sondern das praktische Tun, das Sie da rausgeholt hat. Sie haben nicht gedacht, ach, das wird schon wieder. Na, vielleicht auch das. Aber was Ihnen konkret dabei geholfen hat, Tag für Tag mit diesem Unglück fertig zu werden, war, den Film zu machen. Ja. Außerdem habe ich in der Klinik noch 4 andere Patienten kennengelernt, deren Geschichte unbedingt erzählt werden musste, wie ich fand. Irgendwann war das sogar wichtiger als alles andere.
Aber Hoffnung? Nein. Ich hatte im tiefsten Inneren den Entschluss gefasst, wieder gehen zu können. Es ging nicht darum, Hoffnung zu schöpfen. Vielmehr habe ich den Raum, der sich durch den Schlaganfall aufgetan hat, in Besitz genommen und mit Sinn gefüllt. Die ersten Worte des Films lauten ja: Ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen. Es geht also um eine Theorie der Tat. Erstmal handeln, handeln, handeln. Das Denken kann ich nachholen. Die Reflexion über den Sinn des Ganzen später. Trotzdem ist klar zu erkennen, dass beides von Anfang an ineinander greift, im kreativen Prozess. Da wird ja eindeutig etwas hervorgebracht. Ja. Also eine neue, positive Erfahrung, die der Schlaganfall ermöglicht hat. Andererseits hat genau diese kreative Arbeit ihnen die Energie verliehen, den Kampf aufzunehmen. Da ist einerseits der Schmerz und auf der anderen Seite der Kampf gegen den Schmerz. In ihrem Buch über den Mut erwähnt Cynthia Fleury das Springen, zum Beispiel den Sprung ins Wasser. Dazu braucht man Mut. Aber, ich mache mich hier zum hermeneutischen Interpreten ihrer Gedanken, was wirklich Mut erfordert, ist der Entschluss, gegen den Strom zu schwimmen und sein Leben lang dieser mutigen Tat treu zu bleiben. Nur wenn man einmal mutig war, darf man danach nicht einfach wieder feige werden. Es geht um Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen. Was würden Sie sagen, während Ihres Klinikaufenthalts in den 120 Tagen Vollpension, wie Sie es nennen, wann haben Sie gemerkt, dass Ihr Durchhaltevermögen den Sieg über den Schmerz davonträgt? Vom ersten Augenblick an. Als ich aufgewacht bin... Sie sind aus besonderem Holz geschnitzt, was? Erstaunlich. Früher habe ich das Glas eher halb leer gesehen. Aber gleich nach dem Aufwachen... Interessant, dass Pessimismus so viel Kraft freisetzt. Diese Erschütterung hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Früher habe ich, wie gesagt, das Glas eher halb leer gesehen. Aber seit dem Schlaganfall spüre ich eine enorme Kraft und ich nutze sie. Ich frage mich nicht mehr, soll ich kämpfen oder nicht? Ich lege einfach los. Deshalb fand ich die These in Ihrem Buch interessant, dass ein Unglücksfall die Begegnung mit einem Teil von sich selbst ermöglicht, zu dem man sonst keinen Zugang gefunden hätte. Für mich war es eine Begegnung mit dem Glück. Daher war es auch kein verhängnisvoller Tag, sondern letztlich ein glücklicher. Das habe ich im Nachhinein festgestellt. Wenn man mich heute fragen würde, möchtest du das noch einmal durchleben, würde ich sagen, ja. Weil ich so einem Teil von mir begegnet bin, der mir sonst verborgen geblieben wäre. Liebe das Leben so sehr, dass du dir seine ewige Wiederkehr wünschst. So sah es Nietzsche. Und das schließt alles ein, auch das Schlimmste. Danke, Mathieu, für das spannende Gespräch. Ich möchte noch mal auf Ihren Dokumentarfilm Steh auf und geh hinweisen. Und auf das Videoportal Spicy, dessen Chefredakteur Sie sind. Die Seite ist großartig, ein echter Glücksfall. Jetzt haben wir den Bericht von Mathieu Firmin gehört. Also von jemandem, der von einem Schmerz heimgesucht wird, dann lernen muss, mit ihm zu leben und ihn schließlich überwindet. Hier dagegen haben wir es mit der absoluten Antithese zu tun, in moralischer wie körperlicher Hinsicht. Ich spreche von Renard. Robert Carlyle spielt diese Figur in einem James-Bond-Film. Ich glaube, es ist der vorletzte, in dem Pierce Brosnan die Hauptrolle hat. Mit Sophie Marceau als Gegenspielerin. The world is not enough, die Welt ist nicht genug. Ein sehr schlechter James-Bond, total misslungen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Für uns ist interessant, dass Renard, der Erzfeind von James Bond, von einer Kugel in den Kopf getroffen wird. Dabei werden zahllose Stellen in seinem Gehirn gestreift und seine Nozizeptoren zerstört. Genauer gesagt, er empfindet nun keinen Schmerz mehr und kann glühende Kohlen in die bloße Hand nehmen. Das macht ihn sehr stark und gefährlich, aber auch amoralisch. Richtig. Erstens amoralisch, zweitens eine Gefahr für sich selbst. Und für andere. Ja, ein grässlicher Typ. Wie hängt es für Sie zusammen, dass der Mann kein Schmerzempfinden und kein Gefühl für Moral hat? Sagen wir, er hat kein Gefühl für Zwischenmenschliches. Schmerz ist ja nicht nur etwas, das wehtut. Er hat auch einen Beziehungsaspekt. Aber Renard ist von der ganzen Beziehungswelt abgeschnitten. Er lebt in einem autistischen System. Der Zugang zu ethischem Empfinden ist ihm versperrt. Aber er könnte, wie gesagt, an sich arbeiten. Kann man das Böse spüren, das man anderen antut, wenn man keinen Schmerz fühlt? Ich denke. Aha.
Aber er hat sich nicht für diesen Weg entschieden. Im Gegenteil, er hat beschlossen, eine übermenschliche Leistung hinzulegen und zu einer Art Monster zu werden, in moralischer Hinsicht. Trotzdem hat er noch immer eine unterschwellige Empfindungsfähigkeit, ein soziales Gespür. Denn offensichtlich hat er ja das Bedürfnis zu herrschen. Und Herrscher sein wollen heißt, dass man noch etwas empfinden kann. Aber entsteht dieser Wunsch nicht durch das Gefühl von Allmacht? Und das hat er natürlich, weil er gegen Schmerz unempfindlich ist. Ich versuche nur zu begreifen, wie das zusammenhängt. Ja, diese fast endogene Verbindung zwischen einem Körper, der nichts spürt, und einer Sicht auf die Welt, die moralisch gesehen abscheulich ist. Nun, nicht unbedingt. Es ist eher so, dass sich hier eine Kontinuität auflöst. Also ein Bruch? Ihre Auflösung der Kontinuität ist ja eine unterbrochene Kontinuität. Ein Bruch, ja. Natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Andererseits stehen ja viele Menschen ununterbrochen unter dem Einfluss von Schmerzen. Und die können das auch nicht immer sublimieren. Dann sind auch sie in ihrer ethischen Dimension beeinträchtigt. Durch ihren Groll, ihre große Verbitterung. Und das dauerhafte Grundgefühl, das daraus entsteht, ist ganz sicher keine uneigennützige Ethik. Nur weil jemand leidet, heißt das noch lange nicht, dass er ein tugendhafter Mensch ist? Nein, überhaupt nicht. Das steht in einem dialektischen Verhältnis. Auch wer leidet, kann ein Arsch sein? Eben. So wie in diesem Fall. Aber auch jemand, der nicht leidet, kann ein Arsch sein. Ganz genau. Daran liegt die Dialektik. Die interessante Frage ist, wie wir im Leben auf philosophische Weise mit Schmerz umgehen können. Wie es gelingt, dass wir ihm nicht ausweichen und meinen, das Glück muss doch schmerzfrei sein. Es geht gerade darum, sich von dieser Illusion zu lösen. Und auch von der Verklärung des Schmerzes, die uns vorgaukelt, dass unser Schmerz uns zu Heiligen macht. Denn das stimmt ja auch nicht. Trotzdem sollten wir uns mit dem Schmerz beschäftigen, denn er liefert wichtiges Material zur Selbsterkenntnis. Schmerz begleitet uns schließlich durchs ganze Leben, genau wie der Tod. Glück ist nicht die Abwesenheit von Schmerz. Andererseits garantiert der Schmerz uns nicht die Erlösung oder den Eintritt ins Paradies. Aber Schmerz kann ein Mittel der Erkenntnis sein. Und darüber wollen wir jetzt zum Abschluss unserer Sendung sprechen. Diese Szene hat große Bedeutung für Sie. Wer Ihre Bücher kennt, der weiß das. Dies ist ein Gemälde von Bartholomäus Dieterlin aus dem 17. Jahrhundert. Und was uns daran besonders interessiert, ist die Begebenheit, die hier erzählt wird. Das Bild zeigt eine Waldlandschaft, in der die Göttin Diana oder die griechische Artemis ein Bad nimmt. Sie ist nackt. Und dies ist Aktaion, der schon verwandelt ist. Genau. Hier ist er schon ein Zwitterwesen. Aktaion hat die Göttin nämlich nackt gesehen und das war sein Pech. Das darf nicht sein. Daraufhin verwandelt sie ihn in einen Hirsch und schon wird er von seinen eigenen Hunden aufgefressen. Warum finden Sie diese Sage so bedeutsam? Ovid erzählt sie übrigens auch in seinen Metamorphosen. Ich halte das Buch mal hoch, weil ich möchte, dass unsere Zuschauer es lesen. Das Wort ist der Schlüssel. Großartig, oder? Metamorphosen, das Buch ist einfach genial. Aber warum ist diese Szene so wichtig? Inwiefern zeigt sie uns, dass Schmerz ein Mittel zur Erkenntnis ist? Ich bin übrigens nicht durch das Bild auf diese Sage aufmerksam geworden, sondern tatsächlich durch Ovid. Und durch Giordano Brunos Werk von den... Das Aschermittwochsmahl. Ja, das ist auch von Giordano Bruno. In seinem Werk von den heroischen Leidenschaften erzählt er die Geschichte des Aktaion und es wird deutlich, dass wahre Selbsterkenntnis nur durch Metamorphose möglich ist und dass diese Verwandlung schmerzhaft sein kann, wenn sie sich gegen Widerstände vollzieht, wenn es einen Unterschied zwischen vorher und nachher gibt. Der Mann wird vom Jäger zum Gejagten. Ja. Das ist seine Verwandlung. Er durchbricht eher eine Barriere. Man befindet sich auf einmal nicht mehr am selben Ort, vielleicht sogar am entgegengesetzten Ende. Das hat etwas Kopernikanisches, etwas Revolutionäres. Und es wird durch Selbsterkenntnis ausgelöst. Eine Art Offenbarung. Man hat plötzlich Zugang zu etwas, das einem vorher verschlossen war. In diesem Fall geht das sehr gewaltsam vonstatten. Aber es zeigt eben auch, dass Selbsterkenntnis oder Erkenntnis überhaupt sehr hart sein kann. Ich denke, darum geht es bei dieser Metapher. Aber sobald Aktaion von dem Pfeil durchbohrt wird, sieht er klarer. Genau. In Wirklichkeit ist er nun nämlich von Licht durchdrungen. Er beginnt zu leuchten und er wird selbst zu Licht. So erzählt es jedenfalls der Mythos. Das heißt, er macht intensive Bekanntschaft mit etwas, wonach er gesucht hat. Mit Erkenntnis, mit Wissen. Und jetzt ist das Wissen in ihm. Das Göttliche, das ihm beim ersten Mal verwehrt blieb, hat er jetzt durch die Metamorphose erlangt. Und diesmal ist es schmerzhaft.
Wenn einen die eigenen Hunde fressen, das tut weh. Eben. Aber uns interessiert nicht so sehr diese Erfahrung, sondern vielmehr ihre theoretische Konsequenz. Die Sage lehrt uns nämlich, was Selbsterkenntnis ist. Und daran finde ich eines wichtig. Es ist eine radikale Selbsterkenntnis, nicht einfach irgendeine Einsicht über die eigene Person. Diese Erfahrung wirkt so, als würde man neu geboren, eine Art Wiedergeburt. Das große Leiden. Weißt du nicht, dass nur das Leiden die Ursache ist für das menschliche Streben? Nietzsche wollte damit sagen, der Mensch muss leiden. Auch wenn es nur dazu dient, herauszufinden, wie sinnlos es ist, zu leiden. Danke, Cynthia. Danke. Schmerz löst sich nicht auf, wenn mir eine Entschädigung versprochen wird. Die Aussicht im Paradies, für mein Leiden belohnt zu werden, bringt mir hier nichts. Andererseits ist die Erfahrung von Schmerz unbestreitbar ein Weg zur Erkenntnis. Zum Beispiel lernen wir durch ihn, dass Schmerz an sich keinen Sinn hat. Leiden heißt spüren. Und spüren heißt auch dem, was ich weiß, einen Körper zu verleihen. Selbst wenn man glaubt, dass der Geist keinen Einfluss auf den Körper hat, wenn es keine Hoffnung gibt, dass der Schmerz eines Tages verschwindet, so löst doch manchmal paradoxerweise das Nachdenken den Schmerz auf, in den Erkenntnissen und Ideen, die er ermöglicht.